Heute ist die letzte Stuhlstunde des Jahres. Ich dachte, wir machen heute mal was Besonderes. Wir machen keinen normalen Unterricht. Es gibt nämlich 4 Schüler, die brauchen noch ganz, ganz dringend eine mündliche Note. Und da würde ich sagen, hören wir uns heute einfach ein paar Referate an. Hallo, herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe. Herzlich willkommen natürlich auch im Studio unsere 3 fleißigen Studierenden, Studenten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Hallo Johanna. Hallo. Gregor ist heute mit dabei. Das glaube ich. Und Simon, hallo. Wir haben alle vor einer Woche zusammengesessen und haben ein zufällig zugewiesenes Referatsthema bekommen. Ein Thema, das wir vielleicht davor noch nie gehört haben. Und wir mussten jetzt eine Woche lang ein Referat vorbereiten, das wir heute hier halten werden. Ihr werdet jetzt 4 Referate hören zu mysteriösen, nicht selbst ausgewählten Themen. Und am Ende könnt ihr entscheiden, welches der Referate euch am besten gefallen hat. Wie habt ihr die letzte Woche erlebt? Wie war es für euch, zu recherchieren, zu bauen, nochmal abzusteigen in die Wissenschaft und Weisheit? Ihr Liebes. Ja, wie war's? Also, ich kann nur sagen, es war für mich wirklich anstrengend und stressig, weil ich man schiebt es dann so vor sich her, hat die ganze Zeit im Hinterkopf, weiß aber, eigentlich ist es nicht viel. Ne? Fang mal lieber an und dann merkst du am Ende, oh shit, ich hätte doch mal früher angefangen, weil es ist ja dann doch mehr Arbeit, als man dachte. Und dann findest du die Bilder nicht, die du suchst. Und yep. Dann ging PowerPoint bei mir nicht gestern Nacht und dann hat der Budi mir geholfen, technisch. Nicht inhaltlich. Moment. Muss ich keine sagen, Gruppenarbeit, bin ich fair, hatten wir gesagt, Herr Kretschmann. Das war jetzt keine Gruppenarbeit. Der hat mir ein Video, hat er mir geholfen, das einzubauen. Das ist ja wohl okay. Der Dürfen ist mein Bruder sozusagen. Hm? Dürfen wir das zeigen? Das Video? Wie er es eingebaut hat? Ich nehme an, er hat einfach eine andere Version, ist eigentlich meine Theorie. Ich habe die billige Shareware-PowerPoint-Version. Wie lief's mit deinem Thema? Hast du dein Thema lieben gelernt oder kam der Hass noch hoch? Also, es war schon sehr wenig Inhalt, den ich da hatte. Und der Witz ist, ihr kennt das vielleicht auch von den anderen Teilen, du klickst auf diese ganzen blauen Links und die führen dich zu mehr oder weniger demselben Inhalt nochmal, ohne dass du wirklich was Neues erfahren hast. Das war ein bisschen, aber ich hab's geschafft. Aber du hast es rausgeholt. Ja. Du hast also wenig Inhalt, viel gemacht. Herzlich willkommen bei Rocket Beans. Das seid ihr gewohnt. Das letzte Nutella-Glas. Wenn man so sieht, da ist nicht mehr. So ein halbes Brot ist noch drin. Ich versuch's mal. Gregor, wie lief's bei dir? Wie war die letzte Woche emotional? Kannst du uns einen Graphen zeichnen? Woher kennst du mein Thema? Nein. Es ist interessant, man merkt wieder, also ich leide unter anderem unter starker Prüfungsangst bei gewissen Sachen. Ich glaube, panische Zeit meines Lebens war mitunter die Führerscheinprüfungen in der Mehrzahl. Wie viele waren es am Ende? 2. 2. Ja. Okay. Es waren noch 2, aber es fühlte sich an, als ob es jetzt ist die 2. und irgendwann kommt die 100. oder so. Und dieses Panikgefühl, was man so schön zusammengedrängt und nach unten gestopft hat, das hatte innerhalb dieser Woche Zeit zum Atmen wieder hochzukommen. Hallo, da bin ich! Du hast mich ja vergessen, ne? Ja. Aber da habe ich es genau auch wie in der Schule gemacht. Also vor sich hergeschoben und gestern Abend es richtig durchgelesen und dann gesagt, weil ansonsten war es nicht meine Schuld. Ne? Ich hatte ja so wenig Zeit. Ja, das stimmt echt. Ja. Das Thema, was ich bekommen habe, es war eine Ansammlung von Buchstaben, die ich dann mit Sinn und Zweck und Verstand gefüllt habe durch meine Recherche, durch das Herausarbeiten des Referats. Ich fühlte mich ein bisschen zurück dran. Ich habe ja vor einigen Jahren, ich habe ja doppelte Staatsbürgerschaft. Ich habe mir nie die Mühe gemacht, den deutschen Perso abzuholen für lange Zeit. Ja, dann habe ich das nachträglich gemacht und da muss man natürlich dann auch, okay, hier gibt's ja so einen Test, kannst du noch was reinschreiben. Zum Glück bei mir muss ich da nicht zu viel machen. Meine Mutter hat das auch gemacht und die musste noch hier irgendwelche 500 Fragen über Deutschland beantworten. Oh. Hat mir gezeigt, was da unter anderem für Sachen gefragt wurden. Und so ein bisschen fühlte sich das an. Okay. Ja, ich musste lauter Namen und Daten lernen und Ortschaften und Bewegungen von verschiedenen Einheiten. Okay. Aber Gregor, hast du nur auswendig gelernt oder hast du auch wirklich was gelernt? Ich habe es daran gemerkt, dass ich, nachdem ich das Wissen dann niedergeschrieben habe, wieder aus dem Kopf auf Papier, wieder zurück in den Kopf rein, das kleine Zündlein, was am Ende übrig blieb, ich möchte eigentlich wissen, wie es weitergeht. Ne? Und das. Guck mal, dafür ist die Sendung doch da. Neugier auf neue Themen, mal aus der Comfortzone rauskommen, nicht immer dieselben Inhalte verarbeiten, sondern auch was Neues. Johanna, wie ging's dir? Hast du neue Welten entdeckt? Ja, all das, was Gregor gerade gesagt hat, was er gemacht hat, habe ich nicht gemacht. Ich bin schön oberflächlich geblieben, nicht so tief rein, wenig blaue Links angeklickt und so wenig wie möglich mich verloren im Internet. Mhm. Bei mir war das Problem, ich fand mein Thema von Anfang an ganz gut. Ich dachte so, ach Mensch, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Stimmt, ich könnte ja mal schauen, was das ist oder was das bedeutet. Habe ich gemacht, aber
Es gab nicht so viele Quellen. Das war ein bisschen das Problem. Okay. Bei mir ist wenig darüber niedergeschrieben, viel über Hörensagen und einfach machen. Ist das heißt, du musstest wirklich selber recherchieren, konntest dich nicht auf die Arbeit von anderen verlassen, sondern musstest selber wirklich. Ich musste selber wirklich, was natürlich dann manchmal auch vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber ich konnte jetzt nicht, es gab jetzt nicht so viel von wegen, so ist das, sondern man kann viel auslegen und sehr das habe ich auch gemacht. Okay. Das sind die besten Referate, wo so, ja, kann ja jeder seine Meinung einfach mal dazu sagen. Ist doch schön. Freue mich. Ich glaube, da haben wir einen schönen Mix heute mit dabei. Natürlich auch der Disclaimer. Wir kennen uns mit den Themen, über die wir reden, in der Regel nicht aus. Also vertraut uns nicht, glaubt uns nicht, recherchiert das alles nach. Und wir versuchen hauptsächlich, das Referat einigermaßen zum richtigen Termin abzugeben. Ja. Einer unserer Schüler hat sich bereit erklärt, als erstes das Referat zu halten. Das ist der Herr Kretschmer. Das freut mich natürlich ganz besonders. Dann würde ich sagen, geben wir eine kleine Runde Applaus für unseren ersten mutigen Studenten und Schüler. Simon, dein Thema, los geht's. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, Leute, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Heute befassen wir uns mit der wunderbaren Welt der Fischerei. Vorher ein kleiner Überblick. Wow. Vorher ein kleiner Überblick, was wir gleich alles lernen werden. Die Fischerei. Da sehen wir ein Bild. Gab natürlich keine Kameras. Die Fischerei ist seit 8000 Jahren Teil unserer Jäger- und Sammlerkultur. So lange müssen sich Fische schon vor uns fürchten. Wir werden lernen, wie sich der Mensch schon früh immer genialere Fischermethoden ausdenkt, bis hin zu Methoden, wo er fast gar keinen Finger mehr rühren muss. Am Ende meines Vortrags werden wir hoffentlich alle verstehen, wie wir diese Relikte vergangener Fischgründe zu bewerten haben und wieso wir sie so gut wie möglich schützen und für die Nachwelt bewahren sollten. Aber zuerst ein paar Grundlagen. Das hier ist ein Netz. Das hier ist kein Netz. Wow. Wie funktioniert ein Netz? Nun, ein Netz ist im Grunde eine Menge Löcher aneinander, die alle jeweils zu klein für den Fisch sind. Hierzu folgende Illustration in Form eines Videos. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kommt er durch oder kommt er nicht durch? Und hier sind unsere Kandidaten. Klaus. Hallo, hallo. Und los geht's. Kommt er nicht durch? Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heiß bei Kommt er durch oder kommt er nicht durch? Der Mensch machte sich dieses Prinzip zunutze und er fand Fischzäune. Fischzäune oder auch Fischwehre genannt, sind normalerweise durch ein Flechtwerkzaun oder durch eine Reihe von Pfählen gekennzeichnet, wie ihr es hier auch noch mal genau erkennen könnt. Oft mit Netzen, die so eine Art trichterförmige Umgebung innerhalb eines Gewässers bilden, wo sich der, ne, wir sehen es ja gleich noch mal hier, die Fische schwimmen dann rein, finden keinen Ausgang mehr, kriegen voll Panik und wir dürfen die dann essen. Ein geniales Konzept, finde ich, das im Mittelalter ganze Dörfer im Alleingang durchgefüttert hat. Das war besonders wichtig in Zeiten, in denen Handel zum Beispiel nicht möglich war, weil das Vieh schlichtweg woanders war, zum Beispiel im Magen, weil man sie halt alle schon gegessen hatte. Dann kam so ein Fisch natürlich ganz gut. Und jetzt kommt's. In Großbritannien gibt es nämlich seit dem späten Mittelalter sogenannte Felswehre. Das ist besonders smart, weil mit Felsen blockiert man damit einfach Lücken am Strand oder in sogenannten Gezeitenrinnen. Das sind Rinnen, die durch die Gezeiten verursacht werden. Ah. Zur Einordnung vielleicht ein paar Fakten zum Thema spätes Mittelalter. Das späte Mittelalter spannt von 1250 bis 1500. Davor gab es zum Beispiel das Ende der Kreuzzüge. Die große Hungersnot 1315, der schwarze Tod 1347, der englische Bauernaufstand 1381, der Hundertjährige Krieg. Danach waren die Reformation 1517, der deutsche Bauernkrieg 1525, die Entdeckung der Renaissance und somit dann auch die Entdeckung des Humanismus und daraus entstehend natürlich die Zeitenwende. Das waren bewegte Zeiten. Hoi, 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 hoi. Da ist einiges passiert. Leute sind gestorben. Und damit kommen wir zu den Kronjuwelen maritimen Erfindungsreichtums. Die Fischzäune von Al-Abalainiok. Ork, ork, ork. Mitten
In dieser bewegten Zeit bauten die Engländer östlich von Llanguard bei Bangor im Nordosten von Wales einfach eine Mauer ins Wasser. Vielleicht war der Maurer besoffen, man weiß es nicht genau. Vielleicht hat auch jemand die Gezeiten einfach falsch eingeschätzt. Jedenfalls spannten sie obendrauf dann Netze oder Zäune mit Flechtwerk. Hauptsache zu, die Scheiße, damit die Fische drin bleiben. Kein Fisch darf entkommen. Bei Fischzäunen von Aberloyniog sind im geradlinigen 90-Grad-Winkel zum Strand die Steine angebracht. Jetzt muss man sich das vorstellen, die Innenwand ist 300 Meter lang, 8 Meter breit, 20 Zentimeter hoch. Hä, was? Warum nur 20 Zentimeter? Weiß kein Schwein. Obendrauf haben sie noch mal 40 Zentimeter Mauer gebaut. Wahrscheinlich, um die Netze dann da anbringen zu können, damit die Fische eben dann nicht mehr rauskommen konnten. Die Außenwand war sogar 220 Meter lang. Jetzt muss man sich das vorstellen, das ist nur einer von drei sehr wichtigen Fischzäunen. Die anderen zwei sind bei den Goriad Friars Bach und bei Trecastel. Das ist ein signifikanter Gruppenwert für Kenntnisse von maritimer Praxis im späten Mittelalter. Also alles zusammengenommen erklärt uns quasi, wie man das damals im 16. Jahrhundert alles so gemacht hat. Das muss man sich ja jetzt auch mal vorstellen, ne? Den Kram, den muss man ja auch dahin schleppen. Das ist eine Menge Holz. Und mit Holz meine ich Steine. Die Fischzäune von Aberloyniog sind völlig zu Recht, meiner Ansicht nach, ein historisches Relikt vergangener Fischgründe. Vom Strand aus praktisch unsichtbar. Aus der Vogelperspektive aber sehr gut zu erkennen. Natürlich habe ich viel Zeit investiert, auch ein passendes Bild zu finden. Deswegen jetzt hier auch ein Bild von diesem Vogel. Ich habe natürlich auch noch ein paar weiterführende Quellen für alle, die angesichts so viel historischer Fakten jetzt ganz feucht geworden sind. Mehr. Und deswegen habe ich hier noch mehr Fische und Netze in Kunst und Kultur. Da könnt ihr euch weiterbilden, wenn ihr Bock drauf habt. Das sind, wie gesagt, die Quellen. Als erstes, Splash, Jungfrau am Haken. Da lohnt sich doch das Netz. Dann haben wir natürlich Finding Nemo, leichter mit den Fischzäunen von Aberloyniog. Und als letztes, die Hauptquelle, vernetzt mit John im Mnemonic. Ja, meine Damen und Herren, ich würde sagen, damit sind wir am Ende angekommen. Ich habe mir Mühe gegeben. Und ich brauche die Punkte, Leute. Großartig. Ich habe eine 4 geschrieben und eine 5. Ich brauche jetzt mündliche Noten. Ich sag das nur so völlig ohne Beurteilung einfach mal so raus. Lassen Sie Fragen zu oder wird das im Natürlich, Keim? Hau raus. Ich weiß alles, was ich weiß. Der junge Mann in der Ecke. Also mich würde natürlich noch interessieren, wenn jetzt die ganzen Fische in dieser Bucht da eingefangen sind, ja. Wie holt man die denn dann noch raus? Die werden ja nicht einfach so in den Mund hüpfen. Lustigerweise wahrscheinlich doch, weil sie ja versuchen, über die Mauer rüber zu hüpfen. Und dann steht man da einfach da mit offenem Mund. Da mussten Leute auf der Mauer stehen und die Fische fangen? Im Grunde, ja, es ist so wie Buffet halt gewesen. Das frühmittelalterliche, spätmittelalterliche Buffet des kleinen Mannes. Ich nehme an, sie haben ein paar von den Netzen, die haben die nicht alle wahrscheinlich da aufgespannt. Die haben vielleicht welche auch irgendwo zu einem Kescher und dann haben die rausgecasht. Das Geile ist ja, in der Flut kommen die alle rein und dann ist die Ebbe. Und du hast nur noch Fische übrig. Wie so ein Wal, wenn der durch diese, diese Haarzähne so durchgleitet. Ne? Das Wasser und die Fische. Bleiben die hängen. Das ganze Jahr hast du Fische? Du hast immer Fische. Fische morgens, Fische abends. Du kannst sie irgendwann nicht mehr sehen. Du kriegst so einen Bauch von Fischen, du kriegst eine Fischvergiftung, Alter. Wow. Nicht schlecht. Okay, krass. Wo? Ja? Der Mann wo, in der Mitte? Wo genau liegt denn Aberloyniog? Nordosten von Wales. Also es ist so, stellt euch, das ist hier Großbritannien, ne? Mhm. Aus eurer Perspektive wäre das dann hier. Mhm. Also Nordosten ist so eine kleine Ecke, oben drüber ist eine bekannte Insel, habe ich vergessen. Lustigerweise ist ganz in der Nähe ein Ort namens Bethesda. Und das kann ja kein Zufall sein. Oh, okay. Kann kein Zufall sein. Noch mehr Fragen? Na komm, eine hast du doch sicher. Ich habe bestimmt eine. Ich brauche noch mal ganz kurz zur Vorstellung. Es gibt, hier ist der Boden, dann ist da eine Mauer auf dem Boden, dann ist da ein Netz, dann ist wieder eine Mauer. Und deswegen kommen die Fische nicht mehr zurück. Ja, ich habe genauso geguckt. Ja, das Problem ist, man findet, ich kann es ja kurz mal zeigen, also ich will jetzt auch nicht zu lange, ne, aber man kann es hier wunderbar sehen, es gibt ein paar Bilder. Das hier zum Beispiel ist offensichtlich nicht das, was ich beschrieben habe, es ist einer der anderen beiden. Es gibt kein Bild von den Fischzäunen von Aberloyniog, die ich beschrieben habe, weil man die wirklich gar nicht sehen kann. Aber man muss sich so vorstellen, dass hier einfach der Strand ist, dann ist hier die Mauer. Und der quasi die Gezeiten treiben das dann in diese Mauer rein und da bleiben sie hängen. Und dann ist noch mal ein Außenring, der irgendwie dafür sorgt, dass die halt nicht entkommen können.
Es ist ein bisschen, ich bin mir nicht sicher, dass da wirklich alle Fische drin geblieben sind. Wo ist das Netz? Ist dann nochmal oben drauf, glaube ich. Wie gesagt, die Netze, das Problem mit den Netzen und so, ist, das verrottet ja alles. Ja. Das ist ja längst nicht mehr da. Man hat ja wirklich nur noch das hier. Und man kann es aber eben aus der Vogelperspektive, Moment, ich zeig noch mal kurz die Vogelperspektive. Aber ich habe jedes einzelne Mal, wenn ich den Gag geübt habe, habe ich in mich, ich habe fast in die Hose gepinkelt, weil ich es so lustig fand. Ich glaube, noch dreimal geht er gut. Aber das bedeutet ja, dass nur die Fische Pech hatten, die bei Flut am, unterhalb der Mauer waren, ja, also am Boden. Das Wasser geht zurück und die denken so, scheiße, scheiße, ich hänge hier unten rum, ich muss doch rüber. Ja. Das war dann das Problem. Wer oben schwimmt, hat Glück, kommt mit zurück. Wer unten so ist schwimmt, es ja. Die, Pech. Ne? Die unteren 90% hat es wieder erwischt. Ja, ja. Ja. Aber das heißt, da war früher mehr Wasser. Also, naja, also an, das, an ist, wie gesagt, das ist halt nur das Fundament. Moment, ich das wird doch da gerne regelmäßig bei Flut reingeflutet. Also, das sind tatsächlich die Fischzäune, von denen ich gesprochen habe. Ja. Man sieht sie nicht. Aber wenn man von oben jetzt gucken würde, würde man die Anordnung sehen. Und daraus geht man halt hervor, dass es auf diese Art funktioniert hat, weil es ja auch noch andere Fischwehre gibt, wo das so passiert ist. Okay. Aber das Interessante ist ja eigentlich, wie viele unterschiedliche Arten es gab, Fische zu fangen. Also man hat sich halt von diesem, ich habe hier ein Netz, das ist ja ganz cool. Ja. Wie Türen, die alle zu klein sind für den Fisch. Ja, wie geil. Und dann haben sie das eben in Holz eingespannt. Dann hatte man ein Fischernetz. Das kennt man ja auch. Ne? Also alles besser als mit der Angel. Weil mit der Angel hast du so eine Ratio 1:1. Eine Angel, ein Fisch. Netz hast du schon gleich 2:3, wenn da viele irgendwie in die Ecke getrieben wurden. Und mit diesen quasi lokalen Fischnetzen, die einfach, wo die Gezeiten einfach quasi die Arbeit gemacht haben, komm mal einfach hin, morgens gehst hin, kannst den Roh einfach so rausreißen. Lebertran daily. Ja. Stark. Wow. Und warum hat das jetzt einen Wikipedia-Artikel verdient? Weil es einfach so einzigartig war für diese Zeit und weil es einfach so geil ist. Es ist tatsächlich so, dass also das und diese beiden anderen Fischwehre sind halt wirklich die Grundlagen gewesen, um herauszufinden, wie man eben im späten Mittelalter Fische auf diese Art gefangen hat. Wie gesagt, vieles ist dann eben so, wird nachträglich sich so ausgedacht wie die Netze, einfach weil es logisch ist, aber nicht, weil noch welche zu sehen wären. Ist ja so, ne? Stonehenge war wahrscheinlich in Wirklichkeit ein riesengroßes Fachwerkhaus. Aber dann Da sind auch die Fischnetze verrottet, nachdem es Jahrtausende lang. Ja, wer weiß, was da. Vielleicht waren das alles Vorhänge oder vielleicht haben die da was. Weißt du nicht mehr. Es sind nur noch die Steine übrig. Das können wir nicht wissen. Simon, ich würde sagen, ich bin dir ins Netz gegangen. Ja. Du hattest auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit. Sehr geil. Schön. Vielen Dank. Da hole ich mir die Note mal ein. Fischkarte. So, ja, dann danke ich. Oh, ich bin so froh. Okay. Sehr gut. Ja, sehr schön. Das war Simon mit seinen Fischzäunen. Sehr, sehr schön. Fantastisch. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit unserem nächsten Thema, um hier ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Großen Applaus für Gregor. Ja. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ist das Bein eingeschlafen. So viel gelernt. Guten Tag, guten Tag. Herzlich willkommen zu meinem Referat, zu einem wunderbaren Thema, für das ich kurz hier noch vorbereiten muss. Her damit, denn ich brauche Le Flipchart, weil ich muss einige Sachen verdeutlichen. Mhm. Sachen einfach vorher animieren und fertig machen. Das muss händisch gemacht werden, finde ich. Gut. Und ich brauche noch mein Werkzeug. Werkzeug? Ich bin sehr gespannt. Wir bauen jetzt eine große Säge, also. Requisiten sind natürlich immer gut, gibt immer Bonuspunkte. So, und den Tisch. So, Gregor meint spontanes Moin Moin. Na, mal gucken, wie schnell wir fertig sind. Also, das Thema, was ich heute vorstellen möchte, gehört zur deutschen Geschichte. Oder besser gesagt zur europäischen Geschichte. Denn es geht heute um die erste Schlacht bei, jetzt kommt's, Höchstädt. Aha. Oh. Schreibt man das? Mit DT, okay. Also, das ist das Thema. Wie viele wissen darüber Bescheid? Wie viele waren schon mal in Höchstädt? Nix. Das ist kein Problem, denn ihr geht gleich auf eine Reise der Vorstellungskraft, weil ich das alles so glaubhaft machen werde. Also, Höchstädt. Höchstädt ist eine kleine Stadt in Bayern, an der Donau gelegen und befindet sich ungefähr 40 Kilometer nordwestlich von Augsburg. Und diese Schlacht von Höchstädt, die fand am 20. September 1703 statt und ist Teil des Spanischen Erbfolgekriegs. Wir lieben den Spanischen Erbfolgekrieg. Yay. Wir lieben alle den Spanischen Erbfolgekrieg. Der beste Krieg. Der beste Erbfolgekrieg aus Spanien aller Zeiten. So, Spanischer Erbfolgekrieg müssen wir natürlich ein bisschen weiter definieren für die zwei, drei Leute da draußen, die nicht darüber Bescheid wissen, weil
wozu wird dann da gekämpft? Na? Es war nämlich so, am 1. November 1700 verstarb König Karl II., Karl II. Von Spanien. Das ist der Kollege hier. Da ist er. Das ist König Karl II. Von Spanien. Da sieht man ihn, also eine Repräsentation. Man sieht hier noch sein Grinsen, aber leider hat er einige Zeit lang nicht gut zum Lachen. Denn am 1. November ist er verstorben. Er gehörte dem spanischen Teil des Habsburger Adelsgeschlechts an. Das Problem von König Karl II. War, dass er kinderlos starb und dadurch keinen direkten Nachkommen als König hatte. Deshalb wurde er vor seinem Tod setzte er den Franzosen Philipp V. als Nachfolger ein. Wo ist Philipp V.? Oh, scheiße. Philipp V. Da ist Philipp V. Den setzte er als Nachfolger ein. Eine gute Wahl. Ja. Ist tot hier, ist zur Seite. Also er bestimmte, dass der Franzose Philipp V. sein Nachfolger als spanischer König sein wird. Allerdings gab es damit ein kleines Problem mit den anderen großen Mächten damals in Europa. Denn Philipp V. sollte nicht nur der Nachfolger sein, sondern er war auch der Enkel von Ludwig XIV., Louis XIV., der Sonnenkönig. Da sieht man ihn. Ja, der große Sonnenkönig Frankreichs, das war sein Enkel. Ja. Und das Problem daran war, dadurch, dass er sein Enkel war, befürchteten die anderen Mächte in Europa, dass es dadurch eine ungerechte Verschiebung der Machtverhältnisse zu ihren Ungunsten gibt. Weil die Franzosen über alles bestimmen, könnte schwierig werden. Ja. Ich stelle mal kurz an die Parteien vor, denn natürlich wurde dann ausgefochten, ob das so passieren soll oder nicht. Gegen den König Philipp waren unter anderem, mal gucken, welche Figuren ich mir aufgeschrieben habe. So, dagegen waren unter anderem Kaiser Leopold I. des Römischen Reiches als Oberhaupt der österreichischen Habsburger. Wo könnte er sein? Da, König Leopold, haben wir einen. Und auch die Leute aus, zu viele Zettel hier, wo habe ich es denn? Ah, dieses, okay. Also, König Leopold, ja, und auch die Leute aus England und ihre nahen Verwandten aus den Niederlanden, ja, die waren dagegen. Kein Philipp als König, nicht für uns. Auf Frankreichs Seite hingegen standen die Kurfürstentümer Köln. Die Kölner, da, die Kölner waren dafür. Auch die, wo ist denn der andere hier? Vorne gefallen, ich hatte ihn noch. Wo sind die Bayern? Hallo? Ist der da drunter gefallen vielleicht? Na gut, dann improvisiere ich ein bisschen. Da waren die Bayern. Das passt doch viel besser. Das passt ganz gut da. Die Bayern waren dafür. Und, wen haben wir noch? Nehmen wir den hier mal. Und das mächtige Haus Savoyen, welches zum Beispiel, so repräsentativ hier, der hier, das mächtige Haus Savoyen, welches über einen großen Zeitraum des 19. und 20. Jahrhunderts den König Italien stellte. Also, das sind die Parteien, die gegeneinander angetreten sind. Das bedeutete viele Jahre des Krieges und der Schlachten, ganz kreuz und quer über Europa. Der spanische Erbfolgekrieg, größere Kampfhandlungen gab es von 1701, angefangen bei der Schlacht von Capri, bis 1714, als die über ein Jahr andauernde Belagerung von Barcelona mit einem Sieg der Franzosen und Spanier endete, was aber nur für diese Schlacht gilt, nicht allgemein für den Konflikt. Gehen wir wieder zurück zur Schlacht bei Höchstädt. Diese Schlacht fand, wie ich es vorhin erwähnt habe, statt am 20. September 1703. Und stellt eine der vielen Schlachten dar, die da passiert sind. Was passierte nun in Höchstädt? Also, wir wollen natürlich mal gucken, wo ist Höchstädt denn genau gelegen? Wir haben schon gesagt, Augsburg ist vielleicht den meisten noch ein Begriff, wenn man nicht direkt daherkommt. Da haben wir Augsburg. So, und Augsburg ist natürlich, wie wir alle wissen, direkt gelegen an der Lech, an dem Fluss der Lech. Das ist die Lech.
Und die Lech kreuzt natürlich weiter im Norden mit der Donau. Ist ja klar. Ungefähr, ja. Das ist die Donau. So, wir haben gesagt, nordwestlich liegt Höchstädt. Höchstädt befindet sich direkt bei der Donau, nordwestlich von Augsburg. Das ist hier. Das ist Höchstädt. Und von Belang für die Schlacht von Höchstädt sind noch ein paar weitere Ortschaften, nämlich Donauwörth, ja, eine kleine Stadt weiter östlich. Donauwörth. Als auch super wichtig, Dillingen an der Donau. Plus, man darf natürlich nicht Hauensheim vergessen. Nein. Niemals. Dann brauchen wir nicht anfangen mit der Schlacht. Ich wollte es gerade sagen. Später noch Hauensheim. Sonst braucht man ja gar nicht erst anfangen, um das zu machen. Also, wie ist es dazu gekommen, dass in Höchstädt diese Stadt passiert ist? Einige Tage vor dem 20. September, wo die Schlacht stattgefunden hat, am 5. September 1703, besetzte der Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden mit seinen kaiserlichen Reichstruppen das eigentlich neutrale Augsburg. Markgraf Ludwig, da, der Markgraf, da ist er, hat, nehmen wir die einmal weg, die brauchen wir jetzt nicht, so. Markgraf Ludwig ist gesagt, hier, ich besetze für die Reichstruppen Augsburg. Augsburg ist eigentlich neutral gewesen. Hier, weil man die Lech führt ja eigentlich noch ein bisschen weiter. Ich meine nicht so kurz, wir wollen ja akkurat sein hier. Und eigentlich standen, also die Reichstruppen standen in der Opposition, also gegen den König Philipp V. Augsburg als Basis sollte jetzt dazu dienen, das bayerische Kurfürstentum anzugreifen. Denn alles, Augsburg war neutral, aber alles, was hier gewesen ist, Kurfürstentum Bayern. Und auch hier von der Seite aus, Kurfürstentum Bayern, die haben sich speziell das neutrale Augsburg ausgesucht, um quasi vom Westen hier eine Angriffsmöglichkeit zu haben und dadurch die Donau zu vermeiden. Weil wir wissen, sobald ein Fluss Angriffsbemühungen dann unterbrechen kann, wird es sehr, sehr schwierig. Und das heißt also, wenn sie sich gegen die Truppen von Philipp V. oder die Leute, die für Philipp V. einstehen, wo unter anderem das Kurfürstentum Bayern dazugehört, das ist eine gute Ausgangslage hier gewesen. So, der hat sich da hat sich da hingesetzt mit seinen Truppen. Genau, dadurch konnten sie die Donau umgehen. Auf der Seite des spanischen Königs allerdings standen zwei sehr wichtige Charaktere, nämlich der General Claude de Villars. Da haben wir ihn, der General. Wenn er entsteht. So. Das ist der General Claude de Villars und dazu noch der bayerische Kurfürst Maximilian II. Emanuel. Da haben wir ihn. Bereit zum Angriff. Wenn er steht. So. So, die natürlich das nicht geil fanden, dass es hier besetzt wurde. Die wollen ja eigentlich hier das vermeiden, dass es hier passiert. Haben sich aber nicht getraut, da Augsburg dann auch ja wirklich eine sehr schwer einzunehmende Sache dann im Nachhinein ist, haben sie nicht getraut, ihn hier anzugreifen. Ja, haben sich gedacht, okay, wenn wir den hier angreifen, das wird nicht so geil werden. Lass uns gucken, was wir machen können. Es gab allerdings eine andere Möglichkeit, denn außerhalb Augsburgs hatte der Markgraf bei Hauensheim nördlich der Donau ein 16.000 Mann starkes Korps unter dem Kommando von dem Österreicher Hermann Otto II., Graf von Limburg-Stürum, zurückgelassen. Ja, also hier das eingenommen, hier war aber noch ein 16.000 Mann starkes Korps da gewesen. Wer ist denn hier der Graf? So, den nehmen wir als Graf. So, Limburg von Stürum, da haben wir ihn. Da ist er. Ja, sieht man natürlich. Die können sich nicht so gut ab. So, zurückgelassen. Was dann passiert ist, ist, dass dieses Korps am 18. September, zwei Tage vor der Schlacht von Höchstädt, begann, sich donauabwärts nach Osten zu begeben. Also, wir sind hier ein bisschen westlich, donauabwärts. Das heißt, dieses 16.000 Mann starke Korps, 16.000 Personen, Richtung Höchstädt gegangen.
Das haben natürlich unsere beiden hier, der General Villars, als auch, wie ist er nochmal? Max, schieß mich tot. Kurfürst Maximilian II. Emanuel haben das natürlich dann gemerkt und gesagt, wenn wir Augsburg da schon nichts machen können, gibt es vielleicht hier eine gute Chance. Und das hat sich tatsächlich dann ganz gut ergeben, denn wir haben ja einerseits Donauwörth hier und Dillingen auf der Seite. Nach einigen Tagen passierten nämlich die Truppen hier Höchstädt. Und sowohl in Donauwörth als auch in Dillingen waren Truppen stationiert von den beiden hier. In Donauwörth waren nämlich, wie viele haben wir aufgeschrieben? Genau. Hier waren Villars und Max. Villars plus Max hatten da 17.000 Mann stationiert. Und darüber hinaus in Dillingen war Hauensheim, aber noch der zweite, genau. Höchstädt. Genau. Zusätzlich wurden sie unterstützt vom bei Dillingen stationierten französischen Korps Dusson, welches 7000 Mann stark war. 7000 Mann, also Franzosen, 7000 Franzosen sind hier gewesen. Und dadurch, dass wir quasi hier in der Mitte die Truppen von dem hier nochmal hatten, die dann außerhalb stationiert waren, gab es natürlich eine Gelegenheit, hier in Höchstädt einen Zangenangriff zu machen. Der gefährliche Zangenangriff. Zoom-Stufe wird aktiviert. So, jetzt sind wir, das ist Höchstädt. So. Szene, Tag, Höchstädt. Höchstädt. Natürlich, da wir sehr nah rangezoomt jetzt sind hier, die Donau, schön breit. Geil, ne? Also, das ist die Donau. Wir haben aus dem Norden die ach nee, wir haben Farben, wir haben Farben, lass uns machen mit Farben. So, wir haben aus dem Norden die Truppen vom Markgraf, also von den Leuten, die dann hier unten Augsburg besetzt haben. Markgraf. Die 16.000. Dann hier aus dem oh, nehmen wir doch, warte mal, wir haben ja unterschiedliche Parteien. Nehmen wir doch grün! Ha! Nehmen wir grün. Von der Seite sind die 7000 Franzosen aus Dillingen. Und von der Seite aus Donauwörth kommen Villars plus Maximilian, schieß mich tot. So, 7000 aus Dillingen, 17.000 hier. Man sieht schon, 16.000 gegenüber 24.000 ist schon eigentlich eine gute Ausgangslage, also vor allem, wenn man bedenkt, wenn die hier dann weiter auf ihrem Weg durchgehen, wahrscheinlich wieder in Richtung dann, es ging in Richtung Osten, wollen vielleicht sogar tatsächlich dann mal in Augsburg aufschlagen. Wäre es eine ganz gute Idee gewesen, diesen Zangenangriff zu machen. Allerdings, der erste Angriff, der scheiterte. Denn die Kommunikation unter diesen beiden. Sie haben sich leider nicht zeitlich so genug abgesprochen, dass sie zeitgleich angegriffen haben. Das ist blöd. Sondern die Franzosen waren zu früh da. Wann hat man das denn schon mal gehört? Ja, ne? Wann hat man denn das schon mal gehört? Die Franzosen kamen zu früh an und wurden durch die Übermacht des Markgrafs wieder ein wenig zurückgeschlagen. Das Ding war allerdings, die Truppen des Markgrafs wurden dadurch verlangsamt so, dass nach einiger Zeit auch Villars und Max angekommen sind und da ein erneuter Angriff mit den restlichen Truppen gemacht werden konnte und tatsächlich der Zangenangriff funktioniert hat im zweiten Anlauf am 20. September 1703. So, genau. Dann trafen die Truppen von Villars und Max Emanuel ein, das Blatt wendete sich, das Reichsheer wurde aufgerollt. Am Ende, nachdem alles dann nochmal der Schopf sich gelegt hat und die Leute sich dann angeschaut haben, wie ist das überhaupt ausgegangen. Am Ende standen auf den Seiten von Limburg-Stürum Verluste
also was dann verstorbene Leute oder Gefangene dann angeht, von knapp 4000 Mann, also ein Viertel seines Korps ist dann quasi der Schlacht dann zum Opfer gefallen. Bei den Bayern und Franzosen allerdings war es ein bisschen weniger, die haben ja auch die Schlacht am Ende gewonnen. Von den 24.000 Mann sind knapp 1000 dann nur quasi der Schlacht zum Opfer gefallen. Limburg-Stürum selber, der hat noch mal Glück gehabt, weil hätte für ihn natürlich auch noch mal schlechter hier ausgehen können. Allerdings, unter den 16.000 Mann starken Leute des Korps hier waren auch 6.000 Preußen. Super wichtig, denn diese Preußen, ja, die sind als Nachhut unter der Leitung des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau, wer auch immer, habe ich noch einen? Da, nimm doch den. Leopold von Anhalt-Dessau. Der hat hier Limburg-Stürum beschützt. Gesagt, nee, den greift ihr nicht an, die Franzosen und Bayern, wir beschützen dich. Und hat dafür gesorgt, dass mit den restlichen Truppen, die sehr standfest gewesen sind, Limburg-Stürum und die restlichen Kaiserstädter Truppen das schützende Nördlingen erreichte, das irgendwo hier ist. Ich hab's jetzt nicht aufgemalt. So, auf jeden Fall, er hat's noch mal überlebt. Das war die erste Schlacht von Höchstädt. Es gab 9 insgesamt. Es gab tatsächlich eine zweite, aber die ist heute nicht von Belang. Um das mal abzuschließen, ganz heftige Sachen, die natürlich passiert sind. Was war eigentlich, da ist eine Schlacht von Fühlen, war das Ergebnis des spanischen Erbfolgekrieges? Das wollen wir ja noch wissen, wir können ja nicht mittendrin aufhören. Hier. Am Ende gab es keinen klaren Sieger des Konflikts. Man kann von einer Patt-Situation sprechen. Denn Philipp V. beispielsweise, dann wollen wir hier die ganzen Hiopais weg. So. Philipp V. beispielsweise, da ist er noch. Der blieb nach 1713, wo die Kriege langsam aufgehört haben. Also es gab ja noch einen Konflikt 1714. Allerdings 1713 fingen schon die Friedensverträge an, unter anderem von Utrecht, die angefangen wurden, die dort unterschrieben wurden. Bis zu seinem Tod 1746 blieb er trotzdem König von Spanien. Musste aber die ganzen Besitzungen Spaniens in Italien und in den Niederlanden abgeben. Das heißt also, man hat Kompromisse dann machen müssen. Und er konnte nicht alles von sich aus behalten. Es gab eine kurze Ausnahme, nämlich im Jahr, waren wir mal kurz da, im Jahr 1724 hat er nämlich abgedankt, um seinen Sohnemann, da ist er, seinen Sohnemann Ludwig I. sollte den Thron Spaniens besteigen. Aber leider starb er im gleichen Jahr. Ach. Und da seine anderen Nachkommen zu jung waren, um den Titel des Königs zu übernehmen, hat er gesagt, mach ich selber. Na? Und dann blieb er bis 1746 der König. Ja. Und ein weiteres wichtiges Resultat natürlich der spanischen Erbfolgekriege. Dadurch, dass sich die ganzen Machtverhältnisse noch mal ein bisschen verschoben, ein bisschen angepasst haben, haben sich auch erste Ansätze einer Bildung des europäischen Mächtegleichgewichts ergeben. Was natürlich in der Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Friedenssicherung leisten sollte, so gut es geht. Weil richtig Frieden gab's ja auch nicht. Das war's. Okay, danke. Ja, alle beteiligt nochmal auf die Bühne. Alle verbeugen. Danke. Ja. Ja. Cool. Die Bayern, einzeln. Die Kölner. Dann meine Zweiergruppen. Die Kölner, die Holländer und die, was weiß ich, was ich gesagt habe. Ach, komm noch mal rauf. Klar, komm mal raus. Geh da noch mal. So. Natürlich. Da sind sie. So, gut. Die wichtigen. Ja, ich hoffe, ihr seid informiert über die erste Schlacht von Höchstädt. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben gesehen, welche Vorteile eine Flipchart haben kann gegenüber dieser modernen Technik. auf jeden Fall schön. Ja. Veranschaulichen. Möchte jemand noch was wissen? Weil ich habe zwar nichts mehr im Kopf, aber gerne. Da? Ich würde gerne wissen, woran König Karl gestorben ist. König Karl ist gestorben an Mittelalter. Das, ja, verstehe ich. Sehr, sehr verbreitet zur Zeit. Ja, zu der Zeit. Es ist durchaus verbreitet mal. Ne? Also Vergiftung. Genau. beim Fischnetz ist er dann aufgeschlagen einmal. Ja. Ja. Da drüben? Ich hätte noch eine Frage. Du hast ja geschrieben, dass die Franzosen zu früh angegriffen haben, ja, bevor die anderen bereit waren. Und danach haben die dann doch noch zusammen angegriffen. Was war denn da so der Zeitunterschied? Also haben die eine ganze Woche zu früh angegriffen oder eine Stunde? Oder wie in Nein, welchem zeitlichen Spektrum sind also wir da? Also es ist nicht genau verbrieft, wie exakt das in Stunden und Minuten gewesen ist, da die Schlacht aber direkt nur am 20. stattgefunden hat.
Ja, die Truppen sind hier zwar schon am 19. angekommen, aber die Schlacht ist erst richtig am 20. September losgegangen, ist dann auch am 20. September beendet worden. Also muss es sich wahrscheinlich, ja, es ist wahrscheinlich ein Absprachefehler gewesen. Also selbst wenn du mal eine Stunde zu spät bist, kannst du ja auch sagen. Ja? Das ist eine schwere Sprache. Ja. Vielleicht haben sie auch nicht den Zeitunterschied da berechnet. Ne? Du weißt ja, Zeitzonen und alles. Ja, das kann natürlich sein, ja. Das die Uhren ja waren nicht synchron. Exakt, ja. Ne? Uhrenvergleich hätten sie machen sollen. Ja. Noch jemand? Möchte jemand noch was wissen? Noch gerne sonst? Nee, mach du gerne. Ich muss verarbeiten. Ich habe nur eine Frage. Ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, da sind nur 1000 Leute gestorben oder habe ich das falsch verstanden? Nein, es sind 1000 Leute gestorben auf Seiten der Sieger, also der Franzosen und der Bayern von Villars und Max und auch die 7000 Franzosen, die aus Hillingen gekommen sind. Als Sieger natürlich, ne, du musst sagen, auf der anderen Seite von den 16.000 sind 4000 gestorben. Na, also, oder die haben 4000 Verluste. Die haben einfach gemerkt, okay, wir schaffen das nicht, ihr gewinnt, oder? Also ich dachte immer, da kämpft man bis zum letzten Mann. Naja, das klingt auch so, als hätten die nicht so richtig Lust gehabt. Nee. Also es klingt so ein bisschen halbherzig. Was man vielleicht merkt bei solchen Sachen, ist es auch natürlich, es ist was anderes, als wenn man im Strategiespiel seine Truppen dann hinklickt und wartet und guckt, was passiert. Sondern vielleicht sagt auch einer, um mich herum sind 3.999 Leute abgeschlachtet worden. Vielleicht gehe ich schon mal los. Und erzähle noch ein bisschen was. Aber ja. Ich sondiere. So ist es. Ja. Ja. Okay, ja, vielen Dank, Gregor, für diesen kleinen Ausblick. Finde ich auf jeden Fall deine kleinen Helferlein, finde ich sehr schön. Wir machen jetzt eine ganz kurze Werbepause. In der Zeit baue ich mich auf und dann komme ich als nächstes Referat. Wir sind alle gespannt. Nehmt euch kurz eine kleine Erdnuss und trinkt einen Schluck. So viel Wissen muss auch erstmal runtergespült werden. Wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. Hey, hallo und herzlich willkommen zurück bei der großen Referateshow. Zwei von unseren vier Referenten sind schon erleichtert und die große Verantwortung fällt mir. Schaut in ihre erleichterten Gesichter, wie sie da sitzen. Sie haben diesen ganzen Stress von einer Woche endlich hinter sich. Es ist vorbei, es ist doch noch mal eine 4- geworden. Das Klassenziel ist erreicht. Yes. Ich kann jetzt in Urlaub fahren, ist das nicht schön. Aber wir haben noch zwei Referate vor uns, unter anderem mein Referat. Los geht's, wir können direkt anzeigen. Ich freue mich natürlich, dass ihr alle so zahlreich und so interessiert heute erschienen seid. Freut mich auf jeden Fall. Ihr fragt euch wahrscheinlich, worum es heute gehen wird, was mein Referatsthema heute sein wird. Ich möchte auch euch gar nicht weiter weit auf die Folter spannen, sondern ich sage es, heute geht es um das Segment Polaritätsgen. Yay! Es geht um das Segment Polaritätsgen! Ja! Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, den Raum zu verlassen. Ansonsten werden die Türen jetzt verschlossen und wir steigen ab in die wunderbare Welt der Biologie. Ist das nicht schön? Schön, dass ihr da seid. Segment Polaritätsgen. Ein langes Wort. Wir müssen uns schrittweise an diesen Begriff heranarbeiten. Wir müssen ein bisschen Vorarbeit leisten. Aber ich glaube, wir können aufbauen, denn ein Wort aus diesem Konglomerat habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, kennt ihr ganz gut, nämlich Gen. Was sind Gene? Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Genetische Veranlagung, Erbgut des Menschen. In den Genen steht, wie wir als Mensch aufgebaut sind, wie unser Körper aussehen. Und natürlich damit zusammen hängt auch die DNA. Das ist der DNA-Strang. Da ist die gesamte Information drin, die uns als Menschen ausmacht. Ihr seht hier in diesen bunten Streifen, diesen Basenpaaren, das ist der genetische Code, in dem drin steht, wie ein jeder von uns aussieht, welche Eigenschaften, welche Haarfarbe. Alles, was unser Körper ausmacht, ist hier in diesem Code beinhaltet. Er besteht aus diesen Basenpaaren. Davon gibt es vier verschiedene. Also stellt euch jetzt zum Beispiel mal einen Computercode vor, der besteht aus Einsen und Nullen. Also ihr habt zwei verschiedene Möglichkeiten. Bei dem genetischen Code gibt es vier verschiedene Basen. Und diese vier Basen setzen den gesamten Code zusammen. Ein Mensch hat ungefähr 3 Milliarden von diesen Basenpaaren. Also eine wahnsinnig lange Nudel, eine wahnsinnig lange Schlange ist diese DNA-Strang hier. Und in diesen 3 Milliarden Basenpaaren, da ist alles drin, was euch ausmacht als Mensch. Eure Hoffnungen, eure Träume, eure Leber, alles. Alles ist da drin zusammen. Und jetzt fragen wir uns natürlich, was ist ein Gen? Ein Gen ist jetzt ganz einfach ein Abschnitt der DNA. Ist einfach ein Abschnitt, der für ein gewisses Merkmal sorgt, also zum Beispiel für unterschiedliche Haarfarben. Also welche Haarfarbe ihr habt, das ist genetisch kodiert in einem Gen. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, die DNA ist ein riesiges, dickes Buch, in dem alles über euch drinsteht, dann ist ein Gen vielleicht ein Satz in diesem Buch, der zum Beispiel beschreibt, welche Haarfarbe ihr habt.
Uns interessiert es aber, wie genau funktioniert das? Also wie genau funktioniert der Übergang von diesem sehr abstrakten Code, wahnsinnig viel Information, das dann aber tatsächlich das Auswirkungen hat darauf, welche Haarfarbe man am Ende hat? Wie funktioniert diese Übersetzung von Code in tatsächliche Realität? Und das funktioniert im Körper über Proteine. Proteine sind so ein bisschen die Handwerker und Bauarbeiter des Körpers, also wahnsinnig vielseitig einsetzbar. Die erfüllen ganz viele verschiedene Aufgaben im Körper und es gibt auch wahnsinnig viele unterschiedliche Proteine. Also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal in einer Haarwurzelzelle befinden, dann könnte zum Beispiel bei einem von euch ein Protein erzeugt werden, wo viel Melanin erzeugt wird. Ihr also eine dunkle Haarfarbe habt, vielleicht wie beim Simon. Aber andere Menschen haben vielleicht Proteine in ihrer Haarwurzelzelle, in der weniger Melanin erzeugt wird. Dann hat man hellere Haare, vielleicht so wie die Johanna. Bei der Wasserstoffperoxid ist. Ach so, okay. Gut, natürlich, da wurde der Natur nachgeholfen. Wie ist das bei Gregor? Bei Gregor werden wir es vielleicht nie erfahren. Die Forschung ist sich noch unschlüssig. Aber so im Grunde funktioniert das. Also ein Abschnitt der DNA, genannt Gen, beinhaltet die Informationen, die am Ende für ein konkretes Merkmal verantwortlich ist. Aber jetzt stellt euch wahrscheinlich die Frage, Moment mal, das ist ja wahnsinnig unhandlich, diese unglaublich riesige, lange DNA-Schlange, 3 Milliarden Basenpaare. Da will man ja nicht jedes Mal, wenn neues Haar produziert wird, soll man jetzt diese riesige Nudel damit sich rumtragen und danach gucken, ist wahnsinnig kompliziert. Deswegen hat sich der Körper da einen unglaublich cleveren Einfall geleistet, und zwar ein Prozess, der nennt sich Transkription. Und Transkription ist jetzt ganz einfach der Vorgang, dass aus einem Teil der DNA, also einem Gen, eine Kopie erstellt wird. So sieht das Ganze aus. Ihr seht hier den DNA-Strang, der hier von einem Kopierer-Gen, dieses riesige lila Monster hier ist ein Kopierer-Protein, das einmal den DNA-Strang auflöst und dann hier in Rot diesen Strang ansetzt, wo eine Kopie der Basenpaare erstellt werden. Also immer das komplementäre Basenpaar wird hier angefügt und am Ende entsteht hier in Rot also eine kleine Abschrift, sagen wir mal eine Abschrift von einer Seite oder einem Satz von diesem riesigen Buch, in dem alles über euren Körper steht. Und diesen Strang, der dann hier angefügt wird, den nennt man RNA. RNA habt ihr wahrscheinlich auch schon häufiger gehört in letzter Zeit im Kontext von mRNA und der mRNA-Impfung gegen das Coronavirus. Und auch hier wird ein solcher Strang verimpft, in dem dann die Information ist, welche Proteine erzeugt werden sollen, um den Impfeffekt herzustellen. Also sehr praktisches System. Aus einem Gen wird eine RNA-Kopie angefertigt und dieses RNA-Gen ist dann ganz handlich und knackig und damit kann man dann überall im Körper hingehen, zum Beispiel in die Proteinküche, und da sieht man dann, aha, hier stehen die Informationen drin in diesem RNA, was denn für ein Protein hergestellt werden soll aus zum Beispiel verschiedenen Aminosäuren. Das ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass ihr versteht, Genabschnitt der DNA, davon machen wir eine Kopie, das ist eine RNA-Strang und damit werden dann verschiedene Proteine hergestellt. Das ist ein essentieller Mechanismus, der jeden Tag konstant immer und immer wieder in eurem Körper läuft. So kann man sich das zum Beispiel vorstellen. Wir sehen hier eine Animation. Hier kommt der DNA-Strang, hier haben wir dieses Kopierer-Protein, wo konstant hier dieser RNA-Strang mit einer Kopie von eurer DNA erstellt wird. Dieser Vorgang findet gerade millionenfach in eurem Körper statt, in jeder einzelnen Zelle. In jeder einzelnen Zelle ist ja eure gesamte DNA zur Verfügung und dort werden dann eben für verschiedene Prozesse diese RNA-Kopien von eurer DNA angefertigt. Die sind sehr handlich. Jetzt sehe ich aber von euch schon die Finger hochschnellen und die Frage stellen, ja Moment mal, wenn diese DNA so wahnsinnig lang und riesig ist, woher weiß denn dann dieses Kopiererprotein, wo es anfangen soll? Woher weiß das denn, wo in diesen riesigen DNA-Wulst genau die Information steht, die ich jetzt gerade brauche, zum Beispiel für die Haarfarbe? Woher weiß man das? Wie findet sich dieses Kopiererprotein in der riesigen, riesigen DNA-Landschaft denn zurecht? Wie funktioniert das? Und dieser Mechanismus ist ganz wichtig für unser Thema, denn das funktioniert über zwei verschiedene Mechanismen. Einmal gibt es am DNA-Strang gewisse Basensequenzen, die sozusagen sagen, jetzt hier kommt gleich ein bestimmtes Gen. Hier kommt gleich ein Gen. Das heißt, hier wird schon angezeigt, dass hier ein neues Gen anfängt. Es gibt also auf diesem DNA-Strang gewisse Punkte, wo eine solche Transkription beginnen könnte. Das reicht aber noch nicht. Damit tatsächlich diese Transkription stattfinden kann, gibt es sogenannte Transkriptionsfaktoren, die sich an dieser Stelle an den DNA-Strang andocken. Und erst wenn es genug von diesen Transkriptionsfaktoren gibt, die an der Stelle angedockt haben, dann weiß dieses Kopiererprotein, ja, jetzt geht's los, jetzt fangen wir an, hier zu transkribieren. Und jetzt kommt der geniale Mechanismus.
Denn diese Transkriptionsfaktoren, das sind auch wiederum Proteine. Das heißt, die werden ja auch wieder aufgrund einer RNA-Kopie hergestellt, die auch wieder transkribiert wurde. Das heißt, RNA-Strang wird umgewandelt in ein Protein, das dann wiederum als Transkriptionsfaktor fungieren kann, um sich irgendwo anders anzudocken, um da wieder einen Mechanismus in Gang zu setzen, dass eine andere Stelle des DNA-Strangs transkribiert wird. Das heißt, so haben wir die Möglichkeit, im Körper eine gewisse Sequenz von Transkription zu erzeugen. Also erst werden Proteine erzeugt, die funktionieren dann wieder als Transkriptionsfaktoren, hängen sich dran, sorgen dafür, dass andere Stellen der DNA transkribiert werden. Die RNA-Stränge davon werden wieder in andere Proteine umgewandelt, die wiederum als Transkriptionsfaktoren funktionieren können. Also hier ein geniales System, das dafür sorgt, dass in gewissen Zellen gewisse Stellen von DNA transkribiert werden. Also zum Beispiel jetzt in eurer Haarwurzelzelle. Da sind zum Beispiel ganz viele Proteine unterwegs, die als Transkriptionsfaktoren funktionieren, damit eben nur die Stelle der DNA ausgelesen wird, die für die Haarfarbe verantwortlich ist. Weil die andere Information ist ja unnötig. Du musst ja nicht in der Haarzelle wissen, wie viele Zehen hast du. Das ist ja egal. Das heißt, in der Zelle sind dann ganz viele Transkriptionsfaktoren, die dafür sorgen, dass auch nur die Informationen aus der DNA ausgelesen werden, die diese Zelle tatsächlich braucht. So. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal ein Beispiel an, um das Ganze so ein bisschen näher darzustellen. Und zwar schauen wir uns jetzt mal diesen schmucken Kern hier an. Das ist eine Taufliege, eine Fruchtfliege, die sogenannte Drosophila melanogaster. Und die werden wir jetzt mal als Beispielorganismus nehmen. Denn vielleicht fällt euch hier was auf an dieser Fliege. Die ist ziemlich gut gebaut. Die ist richtig gut gebaut, würde ich sagen. Das ist ein ordentliches Prachtexemplar. Hat einige Füße, Flügel obendrauf, weil das ist ja nicht selbstverständlich. Woher weiß denn dieser Organismus beim Aufbau, wo genau die einzelnen Körperteile sein sollen? Dass die Beine unten sind, die Flügel oben, der Kopf vorne. Wo steht denn diese Information, dass das genau so passieren soll? Jetzt wird's ein bisschen cringe. Ich habe nämlich ein Kinderfoto gefunden von unserem Herrn hier. Ah, ist ein bisschen peinlich, aber hier sehen wir tatsächlich den Embryo dieser Fliege. Und hier sehen wir schon, dass in diesem Embryo gewisse Abschnitte voneinander abgetrennt sind. Und das ist sozusagen die Grundlage, die im Embryo gelegt wird dafür, dass dann an diesen Stellen gewisse unterschiedliche Körperteile entstehen. Also hier entsteht dann das Bein, da entsteht der Flügel, da entsteht der Kopf, hier hinten der Schwanz und all das weiter. Das heißt, diese Grundstruktur, die im Embryo gelegt wird, sorgt dafür, dass am Ende das Tier tatsächlich so aussieht, wie es aussehen soll. Und diesen Prozess der Einteilung des Embryos nennt man Segmentierung. Und ihr merkt schon, oh, wir kommen näher an unser Segmentpolaritätsgen. Ja, es ist noch ein bisschen, es ist noch ein kleiner Weg, aber wir kommen schon mal so ein Stück weiter. Diese Segmentierung, wie funktioniert die denn jetzt genau? Und die funktioniert durch einen fantastischen Mechanismus mit vielleicht einem der coolsten Namen, die ich je in der Biologie gehört habe. Und zwar der Regulationskaskade. Die Regulationskaskade sorgt dafür, dass diese Fliegenembryos richtig segmentiert werden mit dem coolen Sidekick, den Segmentierungsgenen. So, und jetzt müssen wir nochmal komplett alles zusammendenken. Das heißt, wir haben diese Transkriptionsgene, die dafür sorgen, dass gewisse Teile der DNA transkribiert werden und dafür sorgen, dass gewisse Proteine entstehen, die dann wieder andere Teile transkribieren. Und so kann diese Kaskade, also diese Rangfolge von verschiedenen Proteinen entstehen. Erst gibt es eine gewisse Ebene von Proteinen, die sorgen dafür, dass die DNA so transkribiert wird, dass die nächste Stufe der Proteine entsteht und die wieder dafür, dass die nächste Stufe entsteht. Also so haben wir eine Art Computerprogramm oder Algorithmus, der angelegt ist und dafür sorgt, dass gewisse Dinge der Reihe nach funktionieren. Wir schauen uns mal ganz konkret an, wie das funktioniert. Wir machen es mal ganz einfach. Es geht ja los mit einer einzigen Zelle, der Eizelle. Der Embryo beginnt mit einer einzigen Zelle. Woher weiß diese Zelle denn, wo vorne und hinten ist, wo oben und unten ist, wo irgendwann die Beine kommen, wo der Kopf kommt? Wie kann sich diese einzelne Zelle denn überhaupt orientieren? Vor allem, wie kann die denn diesen Prozess alleine beginnen?
woher weiß die denn, wo man jetzt anfangen muss? Die hat ja diese riesige Wurst, DNA-Wurst, und weiß nicht, wo geht's denn überhaupt los? Wo fängt man an? Deswegen ganz genial, es gibt sogenannte maternale Gene. Das heißt, die werden der Eizelle von der Mutter mitgegeben. Sozusagen als Starthilfe, so ein kleiner, ne, so ein bisschen Geld, dem Sohnemann mit auf den Weg gibt, damit er weiß, wo oben und unten ist im Leben. Wir schauen uns das mal an. Jetzt wird's ein bisschen technisch, aber ich glaube, wir kommen da durch. Wir kriegen das hin. Achtung! So sieht das aus. Hier haben wir verschiedene Proteine. Die haben verschiedene Namen. Wofür die stehen, ist völlig egal. Ihr müsst nur verstehen, dass innerhalb dieser Eizelle diese Proteine unterschiedlich stark vertreten sind. Hier haben wir zum Beispiel das vordere Ende des Embryos. Hier haben wir das hintere Ende des Embryos. Und da haben wir schon, sehen wir, dass hier diese Proteine unterschiedlich stark konzentriert sind. Das heißt, diese maternalen Gene werden der Eizelle schon so mitgegeben, dass es schon gepolt ist, dass man schon weiß, hier ist das der Anfang, hier ist das Ende. Diese unterschiedlichen, das nennt man auch den Maternal Gradient, also durch diese Eizelle zieht sich ein Gradient von Proteinen. An der einen Stelle sind ganz viele von denen, an der anderen Stelle sind ganz viele von denen. Also auch das sind hunderte Proteine, ne? Also die sind so verteilt. Und so weiß von der allerersten Zelle schon an, weiß dieser Embryo oder werdende Embryo schon, wo vorne und hinten ist. So. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, was jetzt passiert. Denn wir haben jetzt diese eine Zelle und die wächst ja. Wächst und teilt und teilt und teilt und teilt und teilt sich. Aber behält dabei diesen Proteingradienten bei. Das heißt, dadurch, dass sie sich teilt und dabei ungefähr immer im gleichen Verhältnis teilt, sehr kompliziert, aber ich vereinfache es mal, ungefähr bleibt dieser Gradient enthalten. Das heißt, wenn das jetzt von einer Zelle auf 100 sich entwickelt, haben die, die ganz vorne am Kopf sind, haben dann ganz viele von dem Protein und die, die ganz hinten sind, haben ganz viele von dem Protein und zwischen denen gibt es halt diese graduelle Entwicklung von einem Protein zum anderen. Und jetzt haben wir gelernt, Proteine können auch wieder als Transkriptionsfaktoren fungieren. Das heißt, dadurch, dass jetzt in bestimmten Stellen diese Transkriptionsfaktoren, diese Proteine in unterschiedlichen Verhältnissen vorhanden sind, stoßen die wiederum bestimmte Transkriptionsfaktoren und Transkriptionsmechanismen an, die dafür sorgen, dass dieser Embryo weiter und feiner verteilt wird. Wir schauen mal in die zweite Ebene, der zweite Schritt. Also, ne, ihr habt gelernt, diese unterschiedlichen Verhältnisse, weil was ich vielleicht auch nochmal hier hinzufügen müsste, es geht nicht nur darum, da ist der Transkriptionsfaktor da oder ist er nicht da, sondern auch wie viel ist davon da. Wenn ganz viel von diesem einen Protein da ist, dann werden bestimmte Gene ganz oft transkribiert und andere weniger und die können sich auch gegenseitig hemmen. Also da, wo das eine Protein vorhanden ist, wird dann eine gewisse DNA-Struktur gerade nicht transkribiert. Also die können sich da auch andocken und sagen, hier wird hier nichts transkribiert. Das heißt, durch diese anfängliche Verteilung sehen wir jetzt im nächsten Schritt, es gibt jetzt eine neue Generation von Genen. Gen und Protein, ne, ist nicht dasselbe, aber da ein bestimmtes Gen ein bestimmtes Protein erzeugt, kann man ein bisschen allgemein darüber reden. Die tragen auch immer denselben Namen. Kleingeschrieben sind es Gene, großgeschrieben sind es Proteine. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, dadurch, dass in der ersten Etappe es schon unterschiedliche diesen Gradienten gab, hat sich jetzt in der zweiten Generation hier schon eine feinere Ausgliederung entstanden. Das heißt, wir haben hier ganz viele verschiedene Gene, die sich hier da durchziehen. Einer zum Beispiel heißt Hunchback. Die haben immer ganz verrückte Namen, diese Gene, weil die werden zum Beispiel danach benannt, was das Resultat davon ist, wenn hier eine Mutation stattfindet. Und hier war es anscheinend so, dass wenn an diesem Gen hier eine Mutation stattfindet, dann hat die Fliege danach einen krummen Rücken oder sowas in der Richtung. Also irgend sowas in der Richtung wird hier der Grund gewesen sein, dass dieses Gen hier genau gerade Hunchback heißt. Also, hier sehen wir jetzt den zweiten Schritt, Regulationskaskade 2, die Rückkehr der Lückengene. Also hier sehen wir, auch die Lückengene wurden danach benannt, was Mutationen in diesen Genen hervorrufen würde. Wenn zum Beispiel eines dieser Lückengene mutiert, dann fehlt der Fliege ganze Körperteile. Der hat dann zum Beispiel gar keinen Bauch oder gar keinen Kopf. Einfach weil das nicht festgelegt wurde, weil es da Mutationen gab. Also hier sehen wir jetzt schon, wir sehen jetzt hier schon eine feinere Aufteilung. Eine feinere Aufteilung von diesen Genen innerhalb von dem Embryo. Hier ist das Ganze schon feiner
strukturiert. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich schon diesen Mechanismus verstanden. Dadurch, dass an gewissen Stellen in dem Embryo gewisse Gene vorhanden sind, werden an den Stellen auch nur wieder bestimmte Gene der nächsten Generation transkribiert, weil die wieder als Transkriptionsfaktoren wirken. Wichtig ist natürlich, nur weil wir jetzt in der Ebene sind, heißt es ja nicht, dass die Gene aus der ersten verschwunden sind. Die sind schon immer noch da, sorgen aber auch dafür, dass weitere transkribiert werden, sodass an unterschiedlichen Stellen des Embryos jetzt ein immer spezifischerer und feiner definierterer Proteincocktail entsteht, sodass diese Teile immer mehr an Identität gewinnen. Und das auch hier, da wo gewisse Gene größer sind, andere Transkriptionsfaktoren, ich glaube, ihr habt es mittlerweile verstanden, sorgt dafür, dass wir in den Teil 3 kommen, der schwierige dritte Teil, das sind die Paarregelgene. Und wir sehen auch hier, mittlerweile sieht das Ding ganz ordentlich aus. Wir haben jetzt hier ziemlich gut voneinander abgetrennte Stellen, wo, und hier sehen wir auch schon im Embryo, das ist hier schon ziemlich gut strukturiert, also das sieht schon ordentlich aus, wo das in der zweiten Stufe noch ineinander überging und hier ist Überlappung gab, wo beide Gene vorhanden sind, ist das jetzt hier nicht mehr der Fall. Es gibt jetzt diese beiden, die jetzt ganz fein dafür sorgen, dass diese Segmente voneinander abgetrennt sind. Das wollen wir. Wir wollen ja, dass unser Embryo gut strukturiert und organisiert ist, damit die Körperteile am Ende gut funktionieren. Und jetzt, in der Regulationskaskade Teil 3, der Phase der Paarregelgene, haben wir unsere Segmente abgeschlossen. Wir haben alle Segmente, die der Embryo danach braucht. Aber wir wollen ja nicht nur Segmente haben. Die sollen ja auch richtig rum orientiert sein. Nicht, dass das Bein nach oben wächst und der Flügel nach unten. Und dafür brauchen wir vielleicht, ihr habt es schon erraten, unseren Star des heutigen Referats, Regulationskaskade 4. Wir brauchen das Segment Polaritätsgen. Wir brauchen das Segment Polaritätsgen, das jetzt dafür sorgt, dass diese Segmente, die wir uns so lange erarbeitet haben, über diese ganzen Transkriptionsfaktor-Ebenen, jetzt auch noch richtig ausgerichtet werden. Wir sehen jetzt nämlich, dass diese Gene hier in unterschiedlicher Dichte vorhanden sind und somit jedem Segment eine Richtung geben. Jedes Segment weiß jetzt also, ah, ich bin vorne, ich bin hinten. Wir sehen das auch hier, die sind ganz fein geordnet, immer eines vorne, eines hinten. Wir schauen mal, wie das in einem Embryo tatsächlich aussieht. Hier wurden ein Mittel angewendet, das verschiedene Gene sichtbar macht. Das heißt, wir sehen, wir achten hier mal auf die gelben und die blauen Streifen ganz ordentlich. Die gelben Gene sind immer vorne, die blauen Gene sind immer hinten. Das heißt, wir haben es jetzt geschafft, durch diese vier Ebenen der Regulationskaskade von einer anfänglichen Zelle, die diese maternalen Gene mitbekommen hat von der Mutter, dadurch, dass immer unterschiedliche Transkriptionen stattgefunden haben, haben wir es geschafft, durch vier Ebenen diesen Embryo ordnungsgemäß einzuteilen in die ganzen Segmente, die es braucht, um am Ende dann auch tatsächlich die richtigen Körperteile und richtigen Organe ausbilden zu können, damit das alles so funktioniert, wie es sein soll. Damit ist die Regulationskaskade abgeschlossen, die Segmentierung ist durch. Jetzt kommt nochmal andere Gene, die dafür sorgen, dass jedes Segment nochmal wirklich individuell das Körperteil ausbildet, das es ausbilden soll. Aber die Grundlage ist gelegt. Unser Job ist hier vorbei. Die Segmentpolaritätsgene haben ihren Job gemacht. Damit ist die Fliege einigermaßen fertig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das waren die Segmentpolaritätsgene. Dankeschön. Vielen Dank. Was zur Hölle. Dankeschön. Es ist super abgefahren. Ich wusste nichts davon, wie das funktioniert. Aber es funktioniert tatsächlich. Falls ihr gerne noch Fragen habt. Hast du bei der Tinderfliege links oder rechts geswiped? Ich habe rechts geswiped. Also das ist. Also das ist ein ordentliches Ding. Da hat alles funktioniert. Rechtes Jahr. Wunderbar. Okay. Rechtes Jahr. Ich glaube, rechtes Jahr. Bei den Augen. Ist aber eine Woche oder ein Monat? Wie lange hast du dran gesessen? Hast du überhaupt geschlafen? Das ist für mich ein absolut schlechter Scherz. Wie zur Hölle? Es ist echt abgefahren. Ich hatte keine Ahnung davon, aber dass das tatsächlich alles so funktioniert mit den Genen und hin und her und funktioniert, ist Wahnsinn. Wahnsinnig spannend. Es ist super spannend. Oh, ich hab's verstanden. Ich werde es wieder vergessen. Ja, wirklich, das freut mich. Ich hab's wirklich verstanden. Ich hoffe, es hat sich nicht zu viel wiederholt, aber falls ihr was nicht verstanden habt, ich finde auch dieses Video so krass mit diesen, wo dieser Strang da kopiert wird. Ja, so abgefahren, dass das die ganze Zeit passiert. Sag mal ganz kurz, das ist aber nicht so eine mikroskopische Aufnahme, sondern das ist wirklich animiert, aber basierend auf dem, was da tatsächlich passiert. Und so wie ich das verstanden habe, ist das auch Echtzeit. Also das ist die tatsächliche Geschwindigkeit, in der
dieser DNA-Strang hier kopiert wird und dieser RNA-Strang entsteht. Ich muss die ganze Zeit, ich sehe da immer John Rambo, der mit der MG rausballert und dieser eine Strang sind die Munitionsketten, die so leer so. Dauerfeuer, das ist ja mega geil. Ich sehe, da gibt's richtig so Luftschlangen, sehe ich hier. Ja. Ich seh, und damit hast du auch unsere, so wären unsere Vorträge gewesen. Ja, genau. Rambo, Luftschlangen. Rambo schießt mit Luftschlangen, so was. Ja, das ist die Magie von Genetik. Drauf. Ansonsten noch Fragen? Nein? Gut, dann war es das zu den Segmentpolaritätsgenen. Ich freue mich auf das nächste Referat. Als nächstes sehen wir den Vortrag von Johanna. Hey! Hallo Johanna, ich hoffe. Ich muss ganz kurz noch. Ja, gerne. Was brauchst du hier? Ich bin nur im Browser. Ja, ich öffne gleich meine. Warte. Ihr müsst kurz Puppen wieder benutzen. Okay. Oder? Alles klar. Gut. Ich glaube, eine bestimmte Sache habe ich rausgelassen, aber ist nicht so wichtig. Ich glaube, er hat es auch so verstanden. Gregor, wie lief's? Du meinst, wie es bei dir lief, oder? Ja, hast du es verstanden einigermaßen? Oder ja, was? Also ich bin da bei Simon, ich konnte es nachvollziehen, wobei ich ja das Gefühl, dadurch, dass es so eine Masse war, du musst ja eine große, große Herleitung machen, weil es so ein spezifischer Teil in dem ganzen Prozess da ist, dass das Verständnis wieder weg rausgedrückt werden musste aus dem Kopf, um das Verständnis für die neuen Teile zu haben. Ja, okay. Ich könnte dir das jetzt wahrscheinlich nicht am Stück wieder alles dann wiederbringen, aber so irgendwie grob, die letzten Prozente. Auf jeden Fall. Das hier zeigen wir noch nicht, ich sag Bescheid. Ah, meine Zettel noch? Zettel, Moment. Alright. Wir brauchen auch mal einen Overhead-Projektor eigentlich, oder? Wir müssen einmal wirklich, glaube ich, eine Spezialfolge-Referate-Show machen, nur mit einem Overhead-Projektor. Und jeder muss diese dummen Folien sich in irgendeinem Copyshop drucken. Oder wie geht das überhaupt? Aber oder mit diesen Stiften. Ja, mit diesen Stiften alles draufmalen. Aber einer, der auch nur schlecht funktioniert und dann alles viel zu bleich ist. Der erst aus der Parallelklasse geholt werden muss. Ja. Simon, kannst du bitte kurz mal in die Parallelklasse gehen, den Projektor holen? Und dann sich extra viel Zeit lassen. Immer wieder eine drauflegen, und immer die richtigen suchen. So kenne ich das. Und du kommst zurück mit dem Projektor und so einer Salamisemmel. Einfach nochmal schön mit Pausenstand. Ich komm zurück mit dem Videorekorder. bei uns in der Grundschule hatten sie Betamax. Oh! Betamax, Alter. Wir gehen noch nicht drauf. Ist aber hier. Hier stimmt noch was nicht. Sekunde. Ja, keine Sorge, stell dir erstmal alles richtig ein. Das muss sein. Präsentation starten. Slideshow. From beginning. Aber eine gute Themenmischung bis jetzt irgendwie. Wir haben von allem was. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung jetzt Johanna geht. Wir haben Fische, wir haben Spanier. Fische, Spanier und Spanier. Eine Sache, Florentin, ich muss mich da immer wieder ein bisschen zurückhalten, weil in mir schreit es, das heißt DNS. Aber mittlerweile darfst du auch DNA sagen. Das ist der Desoxyribonukleinsäure-Aktion. Natürlich. Aber wer nicht? Ich habe akzeptiert mittlerweile, dass DNA auch erlaubt ist. Das freut mich. Danke, dass du das Zähneknirschen mir nochmal durchgehen lassen. Alright. Sehr gut. Ja, ich möchte kurz vorher sagen, dass dieses Thema, allein dass ich jetzt mein Thema nach deinem Thema kommt, zeigt, wie vielfältig und verrückt eigentlich Wikipedia ist und wie unfair manchmal so eine Wahl ist. Denn ich muss sagen, mein Thema ist anders. Egal, wir starten. Und die Frage ist ja immer, wie steigt man ein? Wie kann ich euch für mein Thema begeistern? Und das ist gar nicht so leicht, denn ich kann ja nicht einfach immer irgendwas aus dem Ärmel schütteln. Oder? 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 Moment mal, was ist denn das? What's happening? Wow. Es geht. Ja, das hier ist ein Niki-Tuch. Und ich habe noch mehr vorbereitet. What? Sekunde. Das ist ja verrückt. Oh! Moment mal. Sie überall diese Tücher versteckt? Ich sehe. Sind in mir Tücher? So. Ich traue mich nicht, hinter mein Ohr zu schauen. Unter die Mütze. Ja, das sind Niki-Tücher, die ihr hier seht. Und darüber möchte ich heute mein Referat halten. Das war mein Wikipedia-Artikel, den ich zur Verfügung hatte. Wenig los, nicht so viel da. Aber das Niki-Tuch hat eine spannende Geschichte und eine spannende Bedeutung. Und da möchten wir heute mal ein bisschen eintauchen. Das Niki-Tuch ist ein Star. Und darum wird dieser kurze Wikipedia-Artikel dem auch gar nicht richtig gerecht. Und weil gleich und gleich sich gern gesellt, tragen auch viele Promis dieses Accessoire, wie man hier sehen kann, sehr, sehr gerne, nicht erst seit gestern. Und es wird in verschiedensten Variationen eingesetzt. Hier habe ich mal ein paar Beispiele zusammengetragen, wie das so getragen werden kann.
Kommen wir zu meiner Gliederung. Wir starten mit einer kleinen Einleitung. Ich erzähle euch was über die Geschichte vom Niki-Tuch. Wir sprechen über das Muster, die Bedeutung und die Anwendung. Wir kümmern uns ein bisschen um Styling. Am Ende ist Zeit für Fragen und ich zeige euch meine Quellen. So, wir starten direkt rein. Das Niki-Tuch ist ein quadratisches Halstuch im Format 50x50 cm aus leichtem Stoff wie Baumwolle oder Seide meist hergestellt. Ursprünglich wird es in Europa von Handwerkern, Landarbeitern in den Niederlanden und Großbritannien getragen, zum Schutz vor Staub, Dreck und der Sonne. Das waren so die Ursprünge, aber auch außerhalb Europas, zum Beispiel im Wilden Westen bei Cowboys, Bergleuten oder bei der Seefahrt, war es sehr beliebt. Sein Siegeszug startete das Niki-Tuch, dann zur Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Und von da aus verbreitete es sich auch in anderen Jobs und anderen Ländern. Das ging dann relativ schnell und wurde immer beliebter. Und wie das bei Modetrends so ist, hat das Niki-Tuch dann mehrere Hochphasen und wurde in verschiedenen Varianten immer wieder Trend. Besonders beliebt ist das Tuch auch in verschiedenen Subgenres, aber dazu kommen wir gleich nochmal, wenn wir uns die Bedeutung anschauen. Bei meiner Recherche zum Niki-Tuch bin ich auch schnell auf den Begriff Bandana gestoßen. Und ich muss auch sagen, unter diesem Begriff war mir dieses Tuch auch bekannt. Als kleine Abgrenzung zum Niki-Tuch kann man sagen, dass das Bandana sich von der Größe ein bisschen unterscheidet. Das Bandana ist 55x55 cm groß, also jeweils 5 cm mehr. Und ist auch quadratisch aus leichtem Stoff und wird aber gebunden am Körper getragen. Und das erklärt auch den Namen Bandana. Das kommt nämlich aus dem Hindi und bedeutet gebunden. Das sind jetzt sozusagen die kleinen Unterschiede zwischen Niki-Tuch und Bandana. Und das Bandana wurde auch anders als das Niki-Tuch ursprünglich als Kopfbedeckung getragen. Das Niki-Tuch kommt ja vom Hals. Das hat sich im Laufe der Zeit aber alles irgendwie ein bisschen verändert. Und so sind das Niki-Tuch, das vom Hals kam, und das Bandana, was vom Kopf kam, dann im Laufe der Zeit irgendwie zusammengerutscht. Und deswegen war auch die Abgrenzung nicht mehr ganz so leicht. Und deswegen verwende ich jetzt einfach beide Begriffe, weil das sich einfach so verschmolzen hat. Ja, was beide Tücher aber wieder eint, ist ihr Druck bzw. das Muster, denn beide Tücher sind mit dem Paisley-Muster bedruckt. Ja, was ist Paisley-Muster? Ihr habt das bestimmt alle schon mal gesehen. Das ist die Bezeichnung für ein abstraktes und dekoratives Muster auf Stoffen. Und es ist benannt nach der schottischen Stadt Paisley. Das liegt in der Nähe von Glasgow und hat heute 75.000 Einwohner. Im 19. Jahrhundert wurde in dieser Stadt hauptsächlich Textil verarbeitet und darum erlangte diese kleine Stadt auch eine gewisse Art von Ruhm und hat ja jetzt ein eigenes Muster, was nach ihr benannt ist. Aber wie kommt denn jetzt dieses Muster nach Schottland und was soll das eigentlich darstellen? Hier sehen wir mal das Beispiel. Also, Paisley ist ein florales Motiv und das stammt aus dem antiken Persien und heißt dort aber nicht Paisley, sondern Bouteille-Muster. Und dieses Bouteille-Muster ist im Nahen Osten das gebräuchlichste Muster auf Teppichen und findet sich besonders auf kaukasischen und persischen Teppichen wieder. Hier einige Beispiele. Übersetzt aus dem Persischen bedeutet Bouteille wiederum Laubbüschel oder Strauch. Und seine Abstammung hat dieses Muster wahrscheinlich, da herrscht auch ein bisschen Uneinigkeit, von der Zypresse, die in vielen Gebieten der Kunst Persiens eine wichtige Rolle spielte. Es könnte aber auch was anderes sein. Manche reden auch davon, dass es ein Blatt ist oder eine Flamme oder ein Auge oder ein Tropfen. Aber wenn man dieses Muster mal beschreiben würde, dann ist es ein tropfenförmiges Gebilde mit einem Haken am schmal zulaufenden Ende. Das sieht man besonders hier sehr gut. Das ist nochmal in der Nahaufnahme. Ja, vom antiken Persien aus verbreitete sich dieses Muster in der Region bis nach Indien und wurde da, und hier kommen wir dann wieder zurück nach Schottland, von den britischen Soldaten mitgebracht. Die besetzten dort nämlich von 1858 bis 1947 die Kolonie Britisch-Indien. Und da die damalige Königin Victoria Gefallen an diesem Muster fand, setzte sie damit sozusagen den ersten Modetrend. Und so kam das Bouteille-Muster nach Paisley und hat einen eigenen Namen gekriegt. Und von da aus wurde dieses Muster immer wieder abgewandelt und imitiert. Ja, traditionell ist dieses Muster in verschiedenen Rottönen, wie wir das hier sehen, ausgeführt. Es gibt es aber auch inzwischen kommt Paisley aber auch in allen möglichen Farben vor. Ist nach wie vor beliebt, unter anderem für Krawatten, Schals, Heimtextilien, alles, was ihr wollt. Ihr habt das bestimmt auch schon mal gesehen, dieses Muster. So, kommen wir zur Bedeutung und Anwendung. Seit mehreren Jahrhunderten zieht sich dieses
Bandana bzw. Niki-Tuch, wir kommen jetzt wieder hier zum eigentlichen Thema, zum Tuch, durch verschiedene Subkulturen und Modetrends. Und dieses Tuch wird viel getragen, unter anderem von Rappern, von argentinischen Volkstänzern, Cowboys und Girls und AktivistInnen. Und ich habe bei meiner Recherche erfahren, dass das Bandana ein rebellisches und gesetzloses Image hat. Also das ist offenbar, ja, man muss es tragen können und wollen, wenn man es so sagen will. Dieses Image mag daher kommen, dass man sich mit einem Bandana maskieren kann und weil es früher natürlich von Banditen, Cowboys und Piraten gern getragen wurde. Da lässt sich diese Verbindung wahrscheinlich herstellen. Bandanas sind auch Teil vom Hip-Hop- und Rockabilly-Style. Viele Genres und Kulturen identifizieren sich mit dem Tuch und kreieren daraus dann einfach ihren ganz eigenen Style und setzen das so ein, wie sie das gut finden. In den Vereinigten Staaten gibt es in einigen Bezirken von Großstädten ein farbiges Bandana-Kopftuch, gilt da als Zugehörigkeit zu einer bestimmten Straßengang. Andere Anwendungsbereiche sind auf Demos und dort zum Beispiel zum Schutz vor Tränengas oder einfach als Maskierung. Und das untermauert auch wieder das rebellische Image vielleicht. Und ein Beispiel habe ich noch. Die queere Community hat noch ein besonderes Verhältnis zu Bandanas, weil sie es als Erkennungszeichen für sexuelle Präferenzen nutzen. Und das bedeutet, je nachdem, wie und an welcher Stelle das Tuch getragen wird, hat es eine Bedeutung, ähnlich wie beim Dirndl, nur ein bisschen abgewandelt. Also es sagt etwas andere Sachen aus. Aber wer da genauere Infos will, kann selbst nach der Stunde noch mal den Hanky-Code googeln. So, wir kommen zur Anwendung und zum Styling, denn wir müssen ja nicht drüber reden. Wir haben sie ja da, worum es geht. Hier hinten hängen sie. Ich würde sagen, das ist quasi der aktuellste Trend, wie man Bandanas gerne trägt. Und ich würde vorschlagen, wenn ihr Lust habt, jeder sucht sich eine Farbe aus und wir falten mal eins. Gerne. Ja. Du verkaufst sie doch am Ende einfach, oder? Das ist einfach alles so billige Verkaufsshow. Ich glaube, ich nehme Orange. Mach das. Aha. Ja. Sucht euch eins aus. Ohne. Alright. Dann nehme ich Rot. Okay. Es ist richtig easy, das kann ich schon mal sagen. Wir wollen ja dieses schmale Band, machen wir uns jetzt einfach. Ja. Dabei falten wir jetzt als erstes, genau, Simon macht es schon richtig, einmal über Eck, dass wir ein großes Dreieck haben. Genau. Dann ist es leichter, wenn man es ablegt. Einmal die Spitze zur Mitte, dass es so aus, so aussieht. Genau. Und dann einfach nochmal, also habt ihr, genau. Ja. Und jetzt noch einmal zur Mitte, dann wird es immer schmaler. Genau. Und dann noch einmal. Und dann haben wir hier ein schmales, gut gefaltetes Bandana. Genau, noch einmal. Okay. Es gibt natürlich 1000 Varianten, aber wir machen das jetzt mal so. Ich habe in der Schule Bandana getragen. So wird es jetzt dann doch noch cool. So, und dann könnt ihr es euch überlegen, entweder ihr bindet es euch vorne zu oder halt so rum, wie ihr wollt. Einfach einmal um den Kopf. Ja, mal richtig. Einmal rein. Knoten rein. Ein Knoten oder zwei? Zwei, damit es gut hält. Und dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall alle einen freshen Style. Das hier waren meine Quellen. Und wenn es keine Fragen gibt, sage ich danke, Ende. Wow. Darf ich das mal? Schlecht. Ja. Jeder darf das mit nach Hause nehmen. Also, jetzt mal, also ich meine, du kennst dich jetzt am besten aus mit Styling und sowas. Würdest du es uns empfehlen? Also, glaubst, also ich finde, sieht überraschend cool aus. Wirklich? Ja. Also, kann wenn ja der jetzt Chat morgen, mal abstimmen. Morgen so in der Redaktion auftauchen, würdest du sagen, cool. Das ist jetzt halt der Trend, ne? Ja. Es ist ja, doch, ist der, es bringt ein bisschen Farbe in den Look und ist doch nicht so schlecht. Vielleicht ist es Zeit, dass wir alle mal wieder was Neues ausprobieren. Sind wir rebellisch genug dafür? Also würdest du sagen, wir können das also auch vom Image her tragen oder gibt's da? Ich denke schon, da das Bandana ja niemanden ausschließt, jeder kann es nutzen, 50. Ihr könnt es euch zu euren eigenen machen und ich würde sagen, ja, das ist ab jetzt gesetzt, dann ist das jetzt die neue Uniform, die wir hier tragen bei Rocket Beans TV.
Geil, finde ich auch gut. Ich finde auch gut, dass jeder seine eigene Farbe hat. Ja, ist geil. Für eigenes, wie so die Power Ranger oder so, jeder hat sein eigenes Ding. So, wir können jetzt zu Hause nochmal nachgoogeln, was das im Hanky-Code bedeutet, was wir dann damit quasi aber ist das wirklich wollen? So? Ich dachte immer, das ist nur eine Urban Legend. Ich habe erstaunlich genaue Infos gefunden dazu. Also habe ich mal gehört von. Warum sollte man ihn nicht nutzen? Und was bedeutet, weißt du zufällig, was das bedeutet? Nicht, dass wir jetzt, wenn wir jetzt rausgehen. Ich glaube, ich weiß nur, was gelb bedeutet. Ach, die Farben? Die Farben haben auch eine Bedeutung. Die Farben, beides. Also ich darf jetzt nicht durch die Ecke mit den Crips laufen oder so, ne? Aber ich würde sagen, das googelt ihr schön mal zu Hause. Ich habe eine Frage. Was definiert denn jetzt so dieses spezielle Ding? Ist es dann diese Form? Ja. Wenn ich jetzt was anderes draufdrucke, ist es kein Hanky-Tuch mehr. Es ist ein Bandana, genau. Also, es muss die Form haben, also 50x50 oder 55x50, quadratisch, leichter Stoff und mit Parsley bedruckt sein. Okay. Paisley. Paisley. Das sind die zwei. Okay. Das sind die Dinger, die machen dieses Tuch zu einem Niki-Tuch und das verdient offenbar einen eigenen Wikipedia-Artikel, wie wir am Anfang gesehen haben. Und ich war froh, dass ich nicht die Separalitätsgenprognosen gezogen habe. Sage ich euch ehrlich. Tut mir leid. Auch. Muss ich kurz sagen, liebe ich mein Thema sehr. Auf Wikipedia gucken müssen. Oh, das war's, Leute. Wir sind raus. Ciao. Ja. Das beeinflusst aber nicht deine Note, Gregor. Nicht schlecht. Und die dürfen wir jetzt behalten. Die dürft ihr behalten. So bestichst du uns. Der Rest wird verschenkt. Okay. Dankeschön. Das war's. Ich weiß nicht, mir gefällt das gut. Es wird ganz gut. Ich finde das nicht schlecht irgendwie. Hey Leute, das war die Referatshow. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt. Und die Frage ist natürlich, welches Referat hat euch am besten gefallen? Wer trägt heute den großen Pokal mit nach Hause? Das könnt ihr ab jetzt entscheiden. Wir machen die Schleusen auf. Wir fassen noch mal ganz kurz zusammen. Als erstes haben wir gesehen, Simon mit. Die Fischernetze von aller Boinjinnen. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ihr wählt immer Simon. Wie bitte? Nee, dazu wählt ihr Fischzäune. Genau, Fischzäune, sorry. Fischzäune. Als zweites hatten wir Gregor mit der ersten Schlacht von Höchstädt. Wählt ihr mit Schlacht. Danach kam ich mit den Segmentpolaritätsgenen mit und das, dem Wort. Segmentpolaritätsgenen. Wurde zum Glück auf Gen abgekürzt. Und natürlich als viertes Johanna mit Tuch. Jetzt habe ich eine Frage. Jetzt ist meins am schwersten zu schreiben, was immer dazu führt, dass es keiner wählt. Du, Simon, wer es durch diese Sendung geschafft hat, glaube ich, ist schlau genug, um das Wort zu machen. Ich glaube, da kannst du kennst die Community schlecht. Ich glaube, da kannst du dir sicher sein. Was bedeutet das mit den Punkten über dem A? Aber natürlich, egal wer gewinnt, wir haben alle fantastische Referate gehalten, würde ich sagen, und haben alle viel gelernt heute auf jeden Fall. Und es geht ja darum, dass ihr auch viel gelernt habt dabei. Und ich bin trotzdem sehr gespannt, wer heute den Sieg nach Hause holt hier. Aber ich finde das. Weil ich habe jetzt hier noch so eine. Ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet. Das weil ich habe jetzt hier die Ecke noch. Einfach alles am Ende alles schön reinwursteln. Das ist auch wichtig. Es gibt YouTube-Tutorials. Wenn du das runterziehst, ist Kappe. Ja, es ist wie eine kleine Kappe eigentlich. Ich finde, das ist nochmal ganz eigener Style. Das ist halt mein eigener. Weißt du, das Niki-Tuch ist dafür da, dass jeder seine eigene Identität ausdrücken kann. Und deswegen sagt man meine. Kannst du immer im Schatten haben. Es sieht so ein bisschen aus, als ob du den abgetrennten Kopf von Donald Duck als Schädel. Trägt, jetzt sehe ich es auch. Ich könnte spontan in der Donald Duck Demo untertauchen. Ja, das ist eigentlich auch ein großer Vorteil von der ganzen Sache. Ich finde das cool auf jeden Fall. Ich habe immer einen Schatten. Das ist echt gut. Sehr gut. Haben wir ein Ergebnis zu unserer dritten offiziellen Referateshow? Ach du Scheiße. Wer heute hier den Sieg nach Hause holt, wer hat am meisten gewusst, am meisten Wissen verstreut, verbreitet? Also wer am meisten Wissen gewusst hat und sich am besten vorbereitet hat, das wissen wir schon. Und wir haben einen Gewinner, es ist das Gen mit 45%. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Zu Recht. Dankeschön, freut mich. Ich hoffe, ihr habt was gelernt über euren eigenen Körper, wie das Ganze funktioniert. Vielen, vielen Dank. Ansonsten freue ich mich natürlich über die ganzen Kommentare von Biologen, die in den Kommentaren schreiben. Ja. Kompletter Bullshit. Einfach hat alles nicht funktioniert. Das war die dritte Referatshow. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr habt es nicht bereut, diese Woche zu investieren. Wir haben alle viel gelernt über Dinge, über die wir vielleicht gar nichts lernen wollten. Aber es ging nun mal nicht anders. Es war aufregend, es war stressig. Also ich denke jetzt im Vergleich, ist es halt wirklich hilarious, mein Thema im Vergleich zu euren, das muss ich einfach so sagen. Aber ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Es hat Spaß gemacht, keine Frage. Aber es ist auch, es sitzt auf den Schultern die ganze Woche. Ja, es hat schon einen Grund, warum Leute, die einmal mitmachen, danach nicht mehr mitmachen. Also das hat schon so seinen Grund, dass alle sagen, ach klar, Referat mache ich. Und dann aber merken, dass es ganz schön viel Aufwand ist. Ja. Wie steigerst du denn das in der Zukunft? Ist es dann die Rocket Beans Führerscheinprüfung? Oder ja, können wir auch machen, finde ich eine gute Idee. Ich glaube jetzt, als Idee stand noch im Raum, dass wir eine Runde machen mit allen Gewinnern bisher. Oh. Das heißt noch mal so ein bisschen die nächste Challenge. Aber ich glaube, wir haben ja erst drei. Ja. Von daher, ich finde die Overhead-Projektoren-Show finde ich auch nicht schlecht.
Finde ich auch gut. Oder eine, wo man nicht reden darf. Nur zeigen darf. Also wir haben noch 20 Minuten, also falls ihr irgendwas zu erzählen habt. Was ist euch sonst so passiert? Ja, doch, aber das stimmt. Entweder man macht das als Show oder man hält ein Referat und darf aber das Wort, worüber man hält, nicht sagen. Und am Ende muss geraten werden, was war das Thema? Ja. Was war das genaue Thema? Ja, finde ich auch nicht schlecht. Aber ansonsten können wir fürs nächste Mal auch wieder zufällig die Themen zuordnen. Ich finde das eigentlich ein ganz, ganz nettes Element, dass man nicht weiß, worum es geht am Ende. Und ich glaube, wir haben heute in unterschiedliche Welten mal reingeschaut. Sehr. Ansonsten freuen wir uns natürlich alle auf verflixte Klicks. Es geht endlich weiter. Lars-Erik Pausen ist endlich wieder da. Und die Sendung kann weitergehen gleich. Wir machen noch eine kurze Verschnaufpause. Dann geht's weiter verflixte Klicks. Vielen, vielen Dank an unsere fantastischen Kandidaten heute in der Referateshow. Sind dabei Johanna, Gregor und Simon. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank an euch fürs Zuschauen und fürs Lernen und Mitschreiben. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Lernen macht Spaß. Tschüss.